Hallo zusammen, salve a tutti. Es ist Freitagabend, Optionsverfall, Triple Witching. 17. Juni, 17.40 Uhr. So, das war also die berühmte Verfallwoche, vor der ich also auch gewarnt habe. Da geschehen manchmal Dinge, die haben schlicht eigene Gesetze. Das ist jetzt natürlich nicht alles nur hier dem Verfall geschuldet, sondern natürlich diesen Zinsveränderungen. Aber komischerweise ist das immer im Juni und Dezember, die Woche vor dem Verfall oder des Verfalls, da ist immer die Hölle los. Alles war schon heftig, was da manche Werte hier einfach mal so rein und raus, hoch und runter geprügelt wurden. Das war schwierig. Deswegen, ich habe relativ wenig gemacht. Ich kann es ruhig mal sagen, was ich gemacht habe. Ich habe Netflix dazu gekauft. Ich habe Activision Blizzard gekauft, weil das ist seit dem 15. Januar gibt es diese Übernahmegeschichte von Microsoft. Und ich denke, da kommt also in den nächsten 4 Wochen kommt da eine Entscheidung. Ich bin allerdings da weit weg mit den Scheinen. Das ist eine 165er-Dollar-Basis. Ich habe Amazon gekauft. Siehe Film von letzter Woche. Ich bin weiter long in Commerzbank gegangen, in Deutsche Bank. Ich habe Lufthansa neu gekauft. Und nächste Woche, das mache ich erst nach dem Montag, schaue ich mir die VW an. Nach dem Montag deshalb, weil am Montag die Amis nicht da sind. So ein großer Verfall, wenn die Werte nah an einem Strike liegen, dann werden die, ich glaube, es ist bis 8 Uhr, können die ausgeübt werden. Und das kann dann am Montag auch nochmal zu Verwerfungen führen. Das nur mal so nebenbei. Aber jetzt zum Chart. Also ich hätte ganz ehrlich hier oben nicht gedacht, dass wir nochmal hier drauf gehen. Also genau dann. Ich habe das im letzten Film gesagt, dieser Trendkanal, der ist zwar da, aber siehe hier 170 Punkte drunter, siehe hier 160 Punkte drunter. Das ist nur Näherungswert. Also ganz grob haben wir genau drauf aufgesetzt und sind dann heute diese, was waren das dann, über die 13.200 gegangen. Ja, das ist ein Doji. Also ich würde sagen, es ist ein Doji. Eingangskurs gleich Ausgangskurs, kein perfekter. Es wäre mir lieber gewesen, der wäre ein bisschen weiter hier unten gewesen. So ist er innerhalb der gestrigen Kerze und dann hat er nicht so viel Aussagekraft. Diesen Trend will ich aber auf jeden Fall oder muss ich unbedingt weiter drinnen lassen. Der wird uns vielleicht noch eine Zeit begleiten, nicht nur nach unten, sondern er bietet jetzt auch Widerstände. Na, machen wir eins nach dem anderen. Die Bänder gehen weiter auf, nach oben und nach unten. Das heißt, dieser Impuls ist laut Bänder, wie ich sie interpretiere, noch nicht fertig. Der kann fertig sein am Montag, aber jetzt hier um 17.43 Uhr ist der noch nicht fertig. Es ist immer noch ein negativer Impuls. Erst wenn das hier oben dreht, vielleicht war der eine oder andere ja bei dem Webinar dabei am Mittwoch, erst wenn das hier oben dreht, dann ist für mich dieser Impuls hier fertig. Unterstützung außer diesem Kanal hier kommt von hier drüben. Das war das Gap vom 8.3. und das war der Tag, wo ist denn eigentlich meine? Hier, vom 8.3. und das war der Tag 7.3., der Tag davor. Die haben beide fast auf dem gleichen Schlusskurs geschlossen. Und der Schlusskurs hier war bei 12.831. Das ist, wie ich finde, vom Chart her, die nächste sinnvolle Unterstützung. Und da liegen wir, ich versuche es mal so rüber zu ziehen, da liegen wir hier, also ein bisschen unterhalb des Bandes. Sowohl des Bandes als auch des Trends. Dieser Trend ist am Montag bei 12.956. Das wäre dann hier. Mit Blick auf die Bänder, wie gesagt, ist dieser Impuls noch nicht fertig, da kann noch was kommen. Was ein bisschen Hoffnung auf eine Stabilisierung macht, ist hier das MACD. Das ist also nur noch minimal länger als das vom Vortag, dieses Histogramm hier. Der Oszillator, klar, überverkauft, aber dreht sich noch nicht hoch. Also von daher, es ist noch nicht die Entwarnung gegeben, das kann ich beim besten Willen nicht machen. Wenn der Markt dreht, habe ich als Widerstände erstmal diesen hier. Das ist die 13.683. Dieser hier. Kann er da hingehen und das verbindet sich am Dienstag mit dem oberen, mit der oberen Trendkante. Das ist auch wieder so ein Cluster, auf das ich schaue. Jetzt will ich da mal spaßeshalber, das habe ich nämlich noch nicht gemacht.
mal die Fibos anlegen. Was wäre, wenn? Ja, da kommt's hin. 13.650 ist das 38er. 13.683 ist dieser Chartpunkt und ist dann am Dienstag auch die obere Trendkanalbegrenzung. Also das ist jetzt mal so ein Punkt, da kann ich mir locker vorstellen, dass wir da auch mal hingehen. Das muss man jederzeit rechnen, dass der hier ein bisschen hochgeht. Jetzt wird Montag, da werde ich mich also auch ziemlich raushalten, nochmal heftig werden, eben wegen der Ausübung, die da noch kommen mögen, und die Amis sind nicht da. Es kann ein langweiliger Tag werden, aber normalerweise mit den Optionsausübungen im Rücken ist das heftig. Also vor diesem Hintergrund, noch darf ich nicht von einer Stabilisierung reden, aber ich denke, sie ist nicht mehr weit weg. Ich versuche am Wochenende auch einen Film mal zu machen über Nasdaq, weil der sprang ja auch ordentlich hin und her. Und jetzt zeige ich euch mal die Scheine, die ich habe. Ne, vorher mache ich das hier. Das hier ist der VDAX New. Vor einer halben Stunde hat das aufgenommen, ist er bei 29,9. Das ist viel. Für den DAX ist das viel. Schaut mal, das ist hier der Einjahreschart. Also ohne, dass ich das jetzt nachgerechnet habe, würde ich mal sagen, die Mitte ist irgendwo hier so bei 23. Wir sind deutlich drüber. Soll heißen, dass die Optionsprämien auch relativ hoch sind. Aber auch hier, der neigt noch nicht sein Köpfchen. Von daher, erst wenn das obere Band hier kippt, sollte die Volatilität ein bisschen rausgehen. Das sind die Scheine, die ich rausgesucht habe. Ich habe einen Call genommen, der unterhalb von diesem März-Low liegt, bei 12.421. Das Ding hat trotzdem einen Hebel von 18,5. Das ist keine kleine Option. Ja? Die bitzelt schon ganz ordentlich. Aber ich kann hier nicht näher rangehen. Näher rangehen kann ich erst, wenn das hier oben bricht und wir hier ein anständiges Signal haben. Ja, vielleicht so ein, ja, hier so ab der 15.400. Dann kann ich das sagen. Die Kennnummer ist die GK64RZ. Als Put bin ich genauso weit weggegangen. Aber ich bin hinter dem Kanal. Ich bin bei der 13.823. Da habe ich ein bisschen Angst. Der ist vielleicht ein bisschen zu knapp. Vielleicht hätte ich ihn sogar hinter die 20-Tage-Linie sollen. Aber ich nenne den jetzt mal. 13.823 ist ebenfalls ein 18er Hebel. Und das ist die GK61AL. Also das bleibt spannend. Nach wie vor habe ich also große Bedenken davon, wenn ab 1.7. die Quartale kommen, Quartalsberichte kommen für das zweite Quartal, weil da ist die Ukraine voll drin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwo eine positive Überraschung gibt. Im Zweifelsfall eher eine negative. Also ich bleibe vorsichtig. Ich bin nicht viel investiert. Die Sachen, die ich heute hier gekauft habe oder erhöht habe, was ich vorhin nannte, die möchte ich also auch spätestens Ende Juni müssen die raus sein. Und dann mal gucken, was passiert. Sehr gespannt bin ich auf die VW. Aber wie gesagt, da gucke ich erst am Montag drauf, Dienstag. Das ist jetzt zu früh. Jetzt gibt es hier in München die Finanzen Sommernacht. Da kommen also Vertreter von allen Emittenten hin. Da werden Preise verteilt für das beste Emissionshaus, das beste Helpdesk und was weiß ich alles. Sehr schöne Geschichte. Das ist für mich wie ein Klassentreffen. Also mache ich mich gleich schick und ziehe sogar einen Anzug an und da gehe ich hin. Euch wünsche ich ein tolles Wochenende, ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.